Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Ibuso euch zu einer weiteren Folge SnowRunner. Willkommen in Michigan. Und ja, wir werden hier schön mit den amerikanischen Wagen, den ich vorhin gerade eben noch ein bisschen so, ja, irgendwo gegengedödelt bin. Ich nehme das hier am 24.04. auf, nur für diejenigen, die es interessiert. Also, das ist noch nicht die Vorabversion. Also, es ist noch eine Testversion. Da könnte es noch zu irgendwelchen kleinen Fehlern kommen. Aber ja, wir haben hier beim letzten Mal dieses Stück hier freigefahren und ich denke mal, wir werden jetzt nochmal zurückfahren, um halt das ein oder andere zu holen. Ja, dann gibt es heute zwei Folgen in dem Spiel. Und wir müssen mal überlegen, Lieferungen zur alten Brücke, Metallplatten, die sollen wir da abholen. Kann ich aber mit dem Wagen nicht machen, weil der einfach nicht die Lagerkapazitäten hat. Wir müssen mit dem LKW fahren. Das Problem ist, dass der LKW doch ein bisschen schwach auf der Brust ist. Wir gucken mal, ob wir ihn mit dem Jeep hier raus, ja, gegebenenfalls rausziehen können. Ich gehe nicht davon aus. Es wird doch langsam dunkel. Und unser Wagen hat ja schon leichte Schäden bekommen. Wir werden auch die Nacht immer so ein bisschen überspringen, dass ihr das hier auf jeden Fall sehen könnt. Ja, schöne Landschaft. Aber wir lassen erstmal die Nacht reinkommen. Hier sollte der LKW keine Probleme haben. Ich glaube, nur der unterste Bereich ist jetzt schwierig, den irgendwie rauszufahren. Boah, der Modder. Ah, ihr habt noch kein Allrad drin? Ah, das sieht doch schön aus hier, ne? Also wenn Michigan beim ATS irgendwann mal so aussieht, na, oder die Waldfee? Freut mich. Verdammt. Aber wir sind langsamer fahren hier. Und es wird natürlich immer noch weiter an diesem Spiel gearbeitet. Ihr braucht euch keine Gedanken machen. So, wartet mal. Binde anbringen. Okay. Oh, wir sollten mal Allrad rein machen. Ja, vielleicht müssen wir es wirklich so machen. Ja, wir müssen es so machen. Aber holla die Waldfee. Ich hoffe, hier kommt noch ein richtig schöner Fotomodus rein. Ja, jetzt ist auch so richtig Stahl sein und nicht wie beim letzten Mal hier dieses andere Gedöns da. Wir ziehen ihn jetzt bis oben hin und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ah, schön. Okay, ich weiß nicht, ob er es jetzt alleine schaffen würde. Okay, fahren wir einfach mal hier hin. Abstellen, Park wechseln. Oh, Handbremse lösen und dann los. Ist auf jeden Fall noch voll getankt hier. Oh, das ist doch ein Gefährt hier. Ein richtig schöner alter GMC-LKW. Holle Waldfee, das gefällt mir. Wie spät haben wir es denn eigentlich hier im Spiel? Sehe ich das irgendwo oder muss ich da ins Menü gehen? Ich muss, glaube, ins Menü gehen. Wo habe ich hier die Uhr? Ach, 18 Uhr Nachmittag. Aber doch, doll dunkel hier, ne? Ja, da ist so ein bisschen diesig da hinten. Sondern so leicht unter. Hohohoho. Um Sounddesign geht es eigentlich auch, oder? Ach, guck mal an, das eine Auto ist hier weg.
Uiuiuiui. Also, die Hydranten kann man jetzt nicht umfahren, ja? Nur mal so als Info. Wir fahren mal hier drauf, weil wir haben ja dann noch einen Anhänger. Ich weiß aber nicht, ob ich den Anhänger jetzt schon ankoppeln sollte. Machten das, wenn ich hier hin. So. Ah, gucke an. So, Metallplatten sollen wir. Wir haben hier zweimal Metallplatten. Automatisch beladen. Ach, hier hätte ich jetzt auch. Manuell ist beladen. Ach. Wie das dann hätte sein sollen. Ich glaube, den Anhänger, der ist dann nachher für andere Sachen gut. So, warte mal, wir machen mal den Truck aus. Und werden mal gucken, wir können ja die Zeit vorspulen. So weit wollte ich gar nicht. Aber anscheinend hat er jetzt keinen Sprit verloren, ne? Aber ich will immer noch mal gucken, was jetzt das Ding hier anzeigt. Ey, das sieht einfach nur cool aus, oder? Mit dem LKW jetzt hier so. Also, um jetzt Bilder zu machen, ja, mache ich jetzt einfach nur so Einstellungen. Man kann ja jetzt hier das ganze Interface ausblenden. Dann macht man so hier weiter. Und dann hat man das hier alles. Aber wie ich denn jetzt hier, müsste ich dann über dieses Tool von Microsoft da irgendwie ein Foto machen. Aber guckt euch den LKW mal an. Ey, das sieht doch richtig geil aus, oder? Da muss ich ja wirklich sagen. So. Dann könnt ihr jetzt mal ohne Interface für diejenigen eine Runde drehen. Wir können es ja kurz mal drinnen lassen. Ah, guck mal hier, Profil. Alaska. Alle. Oh, ich weiß nicht, warum der Main bestimmt, weil es noch nicht so weit ist. So. Aha. Das sind die ganzen Belohnungen, die ich aufträge? Oh, hier kann ich ja richtig viel aufträge. Wetterdaten. Ach, wie lange die gebraucht haben, wa? Hey, das ist mir egal. Ich will hier. Das hier. Bei Dino 100. Ah. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann hier in Ruhe meinen Job hier machen. Oh. Cool. Fällt mir. Ja, so eine Bordsteinkante wieder mitnehmen. Mein Controller? Ich muss ein bisschen rumklicken. Ja, ich habe mal meinen alten Controller, ich habe mir noch keinen neuen gekauft. Wo muss ich eigentlich lang jetzt? Jetzt habe ich aber ein bisschen verfahren hier, oder? Warte mal. Ach, ich hätte da drüben schon rumfahren müssen. Aber was ist das hier? Motel. Aha. Wir könnten jetzt hier auf der Straße weiterfahren. Ja, klar, machen wir auch. Wir bauen jetzt die Brücke. Oh, es gibt so viele Aufträge hier. Muss ich jetzt hier lang? Wir fahren mal an den Hotel vorbei oder Motel und gucken mal, was da los ist.
Wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht die schwerste Map sein. Wir haben bestimmt auch irgendwas abzuliefern. Oder könnten wir was abliefern irgendwann mal. Ja, das machen wir denn mit dem Jeep. Oh. Hey, du stehst mir im Weg, mein Freund. Ich mag den LKW, der hat was. Also, baut überhaupt noch GMC-LKWs? Glaube nicht, ne? Ja, manchmal spinnt hier die Kamera, wenn die zu nah an irgendein Gerät dran ist. Dann hat die so ihr eigenes, ja, ihre eigene Vorliebe. Wir fahren jetzt einfach, bin mir da nicht sicher, ob ich jetzt hier durchfahren soll. Was sagt ihr? Soll ich da jetzt durchfahren? Das ist jetzt schwierig, jetzt zu entscheiden, ob man sowas jetzt wagt, ne? Wir wagen es einfach. Gar kein Problem für den LKW. Oh. Herrlich. Also ich bin schon ein bisschen fasziniert, ne? Also mir gefällt es richtig gut. Weiß ja nicht, wie es euch gefällt, das Spiel, aber auch wenn man hier dieses ganze Interface hier alles ausmachen kann, das finde ich total cool, aber das wäre geiler, wenn man das irgendwie mit einem Tastenknopf irgendwie machen kann. Das würde noch viel schöner sein. Aber vielleicht geht es ja auch. Und wenn, dann kommt es vielleicht irgendwann mal nachgeliefert. So, dann fahren wir mal dahin. Ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas falsch machen, blende ich mal den Schrutz wieder ein. Direkt oder gewährt die Sichtbarkeit, ja. So. Ah. Und jetzt liefern wir unsere Sachen zur Brücke. Brückenbaumeister Maximus. Immer noch nicht fertig. Ach, Holzpal. Ach, jetzt brauchen wir noch Holz. Dann müssen wir da hinten hin, wa? Wir gucken auf die Karte. Ja. Was will er uns hier sagen? Du hast eine Tankstelle entdeckt. Hier kannst du, ja, die Tankstelle haben wir vorhin schon entdeckt. Hier kann ich tanken. Hier kann ich mein Holz. Problem ist, wir müssen wahrscheinlich erst noch anderes Holz hinbringen, ne? Weil wir fahren erstmal dahin. Boah. Da muss erstmal ein bisschen so gucken, wie man mit dem Spielprinzip hier zurechtkommt. Weil es ja doch ein paar andere Voraussetzungen sind hier gegenüber von den Vorgängern. Wo sei. Muss man sagen, Spintiles und Mudrunner sich nicht so deutlich unterschieden haben. Aber das ist hier schon ein bisschen mehr. So. Ich würde sagen, wir gehen noch mal tanken nochmal. Problem ist, fahren wir jetzt hier so vorne lang, oder? So, jetzt ist die Frage, nee, ich denke mal, ich werde da nicht lang fahren, das ist mir zu heikel. Ich muss hier durch die Stadt und dann hier unten lang. Ah, warte mal, hier sind die Aufträge, warte mal.
Rücken. Okay, da sind jetzt Belohnung und richtig viel Geld gibt es. Oh ja. Wenn ich es mache, kriege ich ordentlich Schotter. Nein, wieder zurück. Also ich werde den Weg da nicht lang fahren, das ist mir zu heikel. Er müsste noch ein bisschen mehr rußen, der LKW, aber wahrscheinlich macht er das, wenn er dann deutlich kaputter ist. Obwohl die Hersteller wollten das nicht so dermaßen, aber die haben auf jeden Fall kein Problem gehabt, dass die LKWs so ein bisschen kaputt gehen. Ja, das kann man ja schon mal so sagen. Ah, boah. Boah, fahren wir mal hier lang. Hier müssen wir nämlich genau hier an der Kirche vorbei. Und dann holen wir mal Holz. Geil. Brückenbaumeister Maximus ist wieder am Start. Ja, vielleicht kann man hier irgendwann mal auch Allrad und sowas reinbauen bei dem LKW. Das kann ja durchaus sein. Oh. Also bergab geht es auf jeden Fall. Erstaunlich gut. Aber ich glaube nicht. Oh, wie der Feder, ey. Oh, guck dir hier an, ey, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, es scheint wohl so zu sein, dass das idealer Ort ist, um mein Holz abzuholen. Oh, fahren wir mal hin. Hier liegt ja noch Holz. So, wir sollen Holzplanken. Nee, mach das automatisch. Wenn wir jetzt schon. Mensch, bin ich doof. Wenn wir schon da wieder unterwegs sind, wir wollen ja ein bisschen hübsch das alles angucken. Aber das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, oder? Oder soll das Sinn und Zweck der Sache sein, dass wir die Sachen so einstellen? Das kann jetzt ein bisschen heikel werden hier, ne? Mit dem Holz hier. Wieso steht denn hier ein Kennzeichen von Nevada? Habe ich gerade gesehen. Wir sind doch in Michigan. Hätte jetzt Michigan sein müssen, ne? Aber es sieht schon irgendwie. Oder was sagt ihr? Also so Verschmutzungsgrad. Bin jetzt nicht so doll durchs Modder gefahren, aber geht schon, ne? So, das Problem wird jetzt hier sein, wieder. Im Berg hoch. Immer ordentlich Schwung hier. Oh, er schafft es. Er schafft es! Jetzt habe ich ja keine Bedenken mehr. Oh. Am Motor. Naja, durch das hohe Gewicht jetzt. Oh, hoppigaloppi. Naja. Oh. Holzpaletten. So, wie weit kommen wir denn? Versuchen wir wenigstens das Holz da noch hinzubringen. Für diejenigen, ja, ihr seht ja heute den zweiten Teil hier. Bei mir ist immer das Problem, dass ich immer Sprechtag habe und dadurch nicht so
früh zu Hause bin, aber heute werden wir wahrscheinlich dann noch eine Folge ATS sehen. Livestream. Oder ich bringe das den nächsten Tag. Mal sehen. Wenn nicht, dann habt ihr heute richtig viel Content. Dann habt ihr richtig viel Content heute hier. Achso, wir blenden mal das alles wieder ein. Dann ist das so, ne? Dann ist das so. Können wir auch nicht ändern. Aber ich finde es cool, dass ich schon vorab zeigen kann, um euch da schon ein bisschen mitzunehmen. Ich hoffe, dass man die Maps oder so, dass wenn man hier ein Projekt macht, und zwar dieses Projekt Singleplayer hier, dass man das einzeln speichern kann. Nicht, dass ich hier... Ist das hier noch schwerer? Nee, ne? Also, ich habe ja jetzt hier mein Michigan. Wenn ich mit den Jungs in Alaska fahren möchte, dass der hier nur einen Spielstand machen kann, ne? Dann wäre es natürlich blöd, dann muss ich das auf später vertagen und erstmal diesen Bereich hier beenden. So, wir fahren jetzt mal hin. Vielleicht ist die Brücke denn schon fertig. Ich denke mal, jetzt wird die Fahrbahn kommen. Und dann werden noch Stahlplatten kommen. Tada! Yes, wir haben eine Brücke gebaut. Ich muss ja sagen... Ja. Michigan 5%. Ah, ich bin ja schon richtig erhellt. Annehmen. Aha. Jetzt habe ich schon 8000. Was kann ich damit machen? Aufgaben. Ah, siehst du, Brücke. Jetzt soll ich, dann soll ich zur Werkstatt gehen. Das wird auf jeden Fall der nächste Part sein. So, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch. Und wir sehen uns heute Abend auf jeden Fall noch live. Bis dahin sage ich, haut rein, macht's gut. Bye, bye. Thank you.